Ich sehe schon, die Swiss-Info wird wieder mal sehr explosiv. Ah nein, ich habe ja ein neues Intro. Immer als Team von Let's Swiss für das Intro und für das ganze restliche Kanaldesign und in der Videobeschreibung wäre es sonst noch ihren Kanal zu finden, falls jemand Interesse an schweizerdeutschen Let's Plays hat. Tja, und es geht wieder einmal mehr um die Wahlen. Wer hat es gedacht? Ja, die ganzen Zuschauer. Okay, aber wirklich, bleiben wir bei der Wahl. Es ist noch eine wichtige Sache. Nämlich die Wahlbeteiligung. Die Wahlbeteiligung bedeutet, wie viele Leute, die tatsächlich die Möglichkeit dazu haben, gehen auch wählen. Und für die, die sich jetzt noch nie mit Politik befasst haben, ratet einmal, wie viel Prozent von der Schweizer gehen auch wirklich wählen bei denen Wahlen. Höchstwahrscheinlich werden es weniger als 50% sein. Das heisst, mehr als jeder zweite Schweizer nimmt sich gar nicht Zeit für das. Zum einen kann das natürlich damit zusammenhängen, dass man sich einfach nicht dafür interessiert. Dann kann man eh nichts machen. Zum anderen könnte es aber auch damit zusammenhängen, dass man sich nicht dafür interessiert, weil eben man in der Schweiz so oft Gelegenheit bekommt, über etwas abzustimmen, dass es einem irgendwann langweilt. Wenn man die Wahlbeteiligung in der Schweiz beispielsweise mit Ländern vergleicht, wo man nur einmal alle 4 Jahre wählen kann, dann merkt man, dort ist sie markant höher. Ist ja auch logisch, dort kannst du nur einmal alle 4 Jahre mitbestimmen. Also nützt sich das auch. In der Schweiz hingegen kannst du irgendwie 4-mal im Jahr über gerade 3 verschiedene Sachen abstimmen. Das ist logisch, dass das irgendwann anfängt zu stinken. Und ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vernuschelt. Die Frage ist jetzt, sollte man das als logische Konsequenz einfach akzeptieren oder sollte man dafür kämpfen, die Leute wirklich zum Wählen zu bringen? Was meint ihr? Ich persönlich bin gespalten. Ich finde, es ist unnötig, einfach den Leuten etwas aufzuzwingen, wenn sie sich nicht dafür interessieren. Jo, was willst du machen? Sie interessieren sich nicht dafür. Wieso zwingst du sie denn trotzdem etwas zu machen? Interesse lässt sich nicht aufzwingen. Mein Mathelehrer hat das bei mir auch schon x-mal gemerkt. Also... Aber vermutlich zählt das auch in der Politik. Und da meine Frage jetzt an euch. Sollte man die Leute dazu zwingen zu wählen oder findet ihr nein? Wer nicht wählen will, soll nicht wählen. Lasst die wählen, die einfach können. Eure Meinung ab in die Kommentare. Dass man bei IKEA praktisch alles finden kann, das weiß ja jeder und das ist kein Product Placement. Aber jetzt setzt IKEA auch noch wirklich für jede Konsumentengruppe etwas ins Sortiment. So hat IKEA kürzlich ein Flüchtlingshaus vorgestellt. Das ist eigentlich ein kleines aufbaubares Häuschen, das weniger wie 1000 Franken kosten soll. Das ermöglicht Flüchtlingen, wenn sie keine Unterkunft gefunden haben, trotzdem noch einigermaßen in Komfort leben zu können. Jetzt ist unser Schweizer Bund auf das aufmerksam geworden und denkt sich, hey, das ist ja tiptop. Jetzt müssen wir die Flüchtlinge nicht mehr in der alten Armeezelt unterbringen, sondern können ihnen IKEA-Häuser zur Verfügung stellen. Laut verschiedenen Studien können das 2 Sachen zur Folge haben. Achtung, jetzt kommt's. Laut der einen Studie kommen dann weniger Flüchtlinge und laut der anderen kommen dann mehr. Tja, und jetzt ist die Frage, was machen wir da? Jedenfalls, egal welche Studie recht haben wir, es gibt einen einzigen Punkt, der mich ein bisschen stört. Nämlich könnte IKEA durchs Flüchtlingsproblem jetzt eben Geld verdienen, was für mich irgendwie ein bisschen die moralische Grenze überschreitet. Trotzdem nehmt es mir jetzt mal Wunder, was ihr denkt, spezifisch zu diesen Studien. Welche Studie hat recht, werden mehr Flüchtlinge kommen, werden weniger Flüchtlinge kommen, sollten wir die IKEA-Dinger überhaupt kaufen? Für eure Meinung gibt es etwas, das ist ganz ein bisschen unten, also nicht statistisch, aber die Kommentare. Und für die, die jetzt gerne noch weiter debattieren wollen, hau ich noch einen drauf. Es geht dabei nämlich um die Viehschau in Appenzell. Und wenn das jetzt nichts sagt, erkläre ich es ganz kurz. Die Viehschau findet sowohl in Appenzell Innerrhoden als auch Ausserrhoden statt und ist ein jährlich auftretendes Volksfest, bei dem Bauern die Gelegenheit haben, ihre Tiere vorzustellen und auch Prämien dafür zu bekommen, wenn sie besonders gut gelungene Zuchten sind. Das ganze Fest ist sehr traditionell aufgebaut, es kommen auch ganz viele Touristen und die staunen immer wieder. Denn bei diesem Fest ist es für jedermann erlaubt zu rauchen, das bedeutet auch für zum Beispiel 6-Jährige, die von dem recht gern Gebrauch machen. Das ist jetzt gerade kürzlich von der Schweizer Herz- und Lungenliga, glaube ich, oder nur Lungenliga, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist es kritisiert worden, weil man ja denkt, hey, ein 6-Jähriger solltest du nicht zum Rauchen verleiten. Befürworter von dem Fest finden wiederum, das ist nur einmal im Jahr so, es ist Tradition, respektiere Traditionen, wir lassen eure Traditionen auch intakt. Und an dieser Stelle ist es wirklich ein Abwiegen, macht einmal im Jahr Rauchen schon süchtig oder ist es einfach ein Verleiten zu späterer Sucht? Sollte man die Tradition respektieren oder sollte man doch für die Gesundheit von diesen Kindern einstehen? Was meint ihr, es sind 6-Jährige, die da zum Teil rauchen? Eure Meinung? Ab in die Kommentare. Und dann kommen wir zur letzten Meldung von dieser Swiss-Info. Die Berner SP-Nationalrätin Margret Kiener-Nelle, falls ich das richtig ausgesprochen habe, fordert jetzt nämlich eine Änderung im Ampelsystem von der Schweiz. So sollen Rotlichter in Zukunft ein Countdown-System beinhalten, wo der Autofahrer genau anzeigt, in wie vielen Sekunden es wieder grün wird. Damit könnte der Stress von der Autofahrer ein bisschen entspannt werden, weil man ja immerhin weiss, aha, jetzt können nur 10 Sekunden wirklich
entspannen und dann gebe ich wieder Gas. Der Negativpunkt wären natürlich die Kosten. Andererseits haben andere Länder oder Städte das System auch schon eingeführt und es ist dort an sich recht erfolgreich. Jetzt ist die Frage, und ich weiss, ihr wisst, was kommt, es gibt nämlich immer nur die eine Frage bei mir. Was meint ihr dazu? Eure Meinung in den Kommentaren. Und das war mit der... Ich möchte den Mitte. Und das war mit der 32. Folge von Swiss Info Doof aus Switzerland. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf den Social Medias vorbei, die unten verlinkt sind. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und damit tschüss!